Moin, meine Herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einer weiteren Folge Alone in the Dark 2. Ich habe eine Menge über Alone in the Dark 2 nachgedacht. Und mir stellt sich eine Frage, und die lautet: Ist Alone in the Dark 2 buggy oder liegt es an der GOG-Version, die wir spielen? Es ist halt echt irgendwie ganz schön wonky, ne? Kann das sein? Ich meine, wir haben ja jetzt in unserem Let's Play schon so einige seltsame Sachen erlebt. Irgendwie das Gegnerverhalten ist manchmal echt seltsam. Dann, also das Kampfsystem, das ist einfach nur so halt. Das ist jetzt nicht verbuggt oder irgendwie sowas, das ist halt einfach nur ne? So, weil ja, ich denke mal, Alone in the Dark, also, ist eher ein Nahkampfspiel eigentlich als ein Fernkampfspiel. Also sie haben sich da, ne, sie haben ja, also ich vermute das einfach mal so, dass sie jetzt einfach Alone in the Dark 2 direkt hinterhergeschoben haben. So, oh, der Alone in the Dark 1 hat Erfolg gemacht, zack, gleich Teil 2 hinterhergeschoben und einfach auf das Gerüst quasi aufgebaut, was ja erstmal gar nicht verwerflich ist und sowas. Aber Alone in the Dark 1 war halt hauptsächlich Nahkampf. So halt, ne, wenn überhaupt so, ne. Du hast natürlich auch mal geschossen und so weiter, alles klar, aber meistens war es eher der Nahkampf. So, und Alone in the Dark 2 ist doch relativ fernkampflastig. So, aber da haben sie, ja, das nicht verbessert im Vergleich zum ersten Teil, ne? Und dadurch, dass es jetzt häufiger auftritt, fällt viel mehr auf, wie, ja, wie nicht gut genug, sag ich mal, das ausbalanciert war, die Steuerung allgemein für den Fernkampf halt, ne? Also so ist zumindest meine Meinung halt jetzt. Wie gesagt, das ist nicht buggy, das ist halt einfach nur nicht, ja, verbessert, überarbeitet, wie auch immer. Aber dass wir zum Beispiel, bevor wir da in diese Tiefe gestürzt sind, so plötzlich so hochgeschwebt sind über diesem Grabstein, was das da war, und einfach so durch den Boden gefallen sind, gefühlt, das war schon mal irgendwie strange. Und denn auch, wie gesagt, manches Gegnerverhalten ist schon irgendwie ganz schön komisch, wobei das jetzt nicht unbedingt buggy sein muss, aber, sondern einfach nur dumm, in Anführungsstrichen, ne? Aber auch so manch andere Sachen, die so, ach, ich weiß, also mir drängt sich der Verdacht auf, dass es ganz schön schnell rausgerusht wurde halt, ne? Schnell, bam, buff, da ist es. Schnell, ne? Die Leute sind heiß. Zack, boom, zweiten Teil hinterher. Ich mag die Charakterentwicklung. Ich mag, dass Cornby da mehr Charakter bekommt und so weiter, halt mehr Background-Story etc. Alles cool, ne? So, und auch die Idee mit der Kindesentführung da, so also ein bisschen ernsthafteren Kern da rein, jetzt mit dem Voodoo und sowas da auch so ein bisschen und den Mafia-Leuten und so weiter da. Das ist schon super, ne? So, aber es gibt halt so viele Punkte, die so, hätten sie sich mehr Zeit gelassen, wären die wahrscheinlich wesentlich besser geworden, denke ich mal. Ne? So. Und auch so ein Punkt ist halt, dass, wie viele Tracks sind da? Zwei? Drei verschiedene Tracks, die kurz gehen und sich dann wiederholen und sowas? Das ist halt auch so, ah, ne? Da hätte man vielleicht auch einfach was bisschen mehr machen können. Wisst ihr, was ich meine so? Alone in the Dark 2 ist eine gute Fortsetzung, aber sie ist nicht so gut, oder nee, lass mich anders sagen, sie ist nicht so rund wie der erste Teil. Das ist es, glaube ich, ne? Sie ist nicht so rund wie der erste Teil. So, es ist ein bisschen wonky hier, ein bisschen wackelig da, könnte ein bisschen besser sein an manchen Stellen und so weiter. Ist von der Sache her nicht schlecht, ne? Aber ist halt so, ah, es hat seine heftigen Ecken und Kanten und sowas halt, ne? Was ein bisschen schade ist. Ich meine, es macht mir trotzdem Spaß und so halt, ne? Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht noch da und sowas. Ich erinnere mich da, wie gesagt, kaum noch dran und so, ne? Aber ja, ich hätte es auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ein bisschen mehr Zeit hätte der Sache wesentlich besser getan halt, ne? So, das ist es leider so. Aber ja, vielleicht seht ihr das ja anders, ne? Oder vielleicht liegt das ja auch einfach in der GOG-Version. Vielleicht ist die auch einfach, nicht gut, so einfach ausgedrückt halt jetzt, ne? So, weiß ich nicht. Ich erinnere mich, wie gesagt, kaum noch daran, wie es war, als ich damals gezockt habe, das allererste Mal. So, wir nochmal umschalten jetzt gleich. Einen Moment. Zack. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Und wir werden jetzt mal versuchen, hier weiterzumachen. So, wie war denn das jetzt eigentlich? Eine Billardkugel benutzen. Ne, Moment. Wir müssen die, glaube ich, hier rein tun, ne? Ja. Und jetzt fällt die da so durch.
Tada! Ah! Das ist halt, sowas ist halt schon cool, ne? Also, auch die Intro-Sequenz und so. War damit Schlüssel? Ne, wenn nicht, ne? Oh, verdammt. Ein Haken benutzen. Das war nur eine Idee. Shit, wie kommen wir denn jetzt weiter? Verdammt. Jetzt muss ich mal so ein bisschen in mich gehen. Hier finden wir ja nichts weiter, ne? Wir haben nichts dabei. Denkgrübel. Also wir müssen ja irgendwie da rein. Was haben wir noch im Inventar eigentlich? Eine Krone? Eine Dublone? Ein leerer Sack, ja. Ein Buch über Billard, Schneidbrett, Haken, Musikmen. Feldflaschen. Foto einer Statue. Achso, das war das. Okay, ja. Das war die ganze Gang irgendwie so, ne? Oder zumindest ein Teil von denen. So, die Tür ist zu. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, ne? Abgeschlossen, ja. Einfach aufschlagen mit meinem verdammten Kopf. Nee. Oh, verdammt, wie ging das jetzt weiter? Ist das eine Waffe? Ja, ne? Genau, das war die Waffe. Billard spielen können wir hier sonst nicht so. War auch nichts zu finden. Wie ging's weiter? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Nee. Eine Dublone. Ich weiß, dass mir irgendeine Windigkeit fehlt. Vielleicht muss ich gleich einmal nachlesen. Weil ich nicht drauf komme. Was ich da jetzt. Hier ist ja der Raum. Ne? Also, das ist auch so gut. Hier ist das der Opferraum. Hier ist direkt das Klo. Voll gut. Und das Necronomicon hängt auch an der Wand. Ne? Also ist in der Art zumindest. So. Hier, irgendwas ist doch hier auch, oder was? Stock mit einem Degen, naja, sieht so aus, aber das wird's nicht sein, ne? Eine Pfanne wird's auch nicht sein. Jetzt haben wir nämlich so ein bisschen das. Ist das ein Buch? Ne. Jetzt haben wir hier gerade so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt gerade leider nicht weiter weiß, ne? Wo könnten wir noch hin? Wo waren wir noch nicht? Und auch vor allen Dingen auch diese Krone. Was machen wir damit? Ich glaube, ich muss das einmal nachlesen. Ist halt einfach so, ne? So, mal speichern. So, ich werde einmal die Aufnahme pausieren jetzt hier. Okay, da bin ich wieder. Ich habe einmal etwas nachgelesen und, ja, also. Wir haben soweit alles richtig gemacht. Alles gut. So, und die Krone müssen wir hier raufpacken. Jetzt frage ich mich natürlich, habe ich irgendwas über. Habe ich irgendwas. Wir müssen nochmal kurz hier, warte mal. Chess and Magic. Wenn die weiße Königin sich nach dem Thron sehnt, gebe ihr der König die Macht. Möge das Amulett, gesetzt inmitten des Zeichens, die Pforte öffnen, die in den Raum führt. Dies ist der Schlüssel zum königlichen Gambit. Ja, gut. Ja, okay. Ja, die weiße Königin. Ja. Also. Die weiße Königin ist halt die Büste da, ne? So. Und gebe ihr der König die Macht. Deswegen, ich setze ihr die Krone auf. Ich bin in diesem Falle der König, ja. Und denn das Amulett inmitten des Zeichens, das ist in dem Raum daneben, ne, wo diese Spur auf dem Boden ist, da taucht denn jetzt gleich das Amulett auf. Mit der wir halt, ne? Fort in den Raum, dies ist der Schlüssel, das wird die Tür sein, die wir da eben geöffnet haben, durch die Billardkugel. Ne? So. Das Ding ist, es gibt ja nicht mal ein Geräusch jetzt oder sowas, ne? Irgendwie gar nichts. Also, so, du musst ja erstmal darauf kommen. Genau. Zeichen, dann läufst du wieder hier hin und da ist es. Jetzt.
Dann beamen wir uns wieder irgendwo hin. Genau. Also es war jetzt doch ein bisschen anders, war nicht der Schlüssel für den Raum, weil, wie gesagt, weitergelesen habe ich ja gar nicht. So, hier. Ein Zettel. Lebenspunkte, sehr schön. Wir können ja mal was trinken. Das sieht gut aus. Lesen. Sehr geehrter Mr. Jack, leider keine roten Kugeln mehr. Stopp. Hoffen Sie haben Kiste Champagner bekommen. Bitten vielmals um Entschuldigung. Stopp. Hector Coward Xmas Acme Limited. Ja, keine roten Kugeln mehr. Das ist wahrscheinlich ein dezenter Hinweis darauf, dass wir die rote Kugel vom Christbaum brauchen. Mal speichern, was ich sage. So. Das nehmen wir. Oh. Na komm. Jumping Jack Flash hier. Ah. Hab ich ihn getroffen? Oh, ich dachte, der nächste. Oh. Hey. Na gut. Schau mal im Runden, die Jungen. Oh, Scooby-Doo-Musik. Okay, vielleicht sollte ich. Wow. Doch, besser auf die schießen? Ich weiß nicht genau. Vielleicht sollte ich besser auf die schießen, ne? Haben wir aber noch Munition dafür? Das war gut. Ja. So, warte mal, von wo kam denn der eben eigentlich? Kann er von hier? Morning, Sir. Ach ja, die Ladehemmung, das war das. Ha! Shit. Ja. Treffe ich gerade, oder? Hey. Das klappt noch nicht so. Das ist noch nicht so ganz richtig, ne? Gucken, versuchen wir jemanden zu erschießen. Morning, Sir. Oh Gott. Ladehemmung, ne? Weg. Lebenspunkte. Ah. Nicht mehr so gut. Ich rufe den aber auch noch. Na gut. Wo ist denn jetzt? Da. So. Haben wir nicht noch das Schneidbrett? Das war eigentlich ganz gut, ne? Hey. Na, was ist denn das hier? Ein Schlüssel. Ich weiß nicht, kriegen wir den jetzt überhaupt tot hier? Jetzt mal. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz speichern. Vorsichtshalber. Ah, okay. Sind die eine Granate?
Ich frag gar nicht jetzt, wieso hatte der Granate dabei? So, das war schon in Ordnung. Können wir die Lampe mitnehmen? Scheinbar nicht. Da ist ein Jumping Jack. Gibt mit dem irgendwas? Den Song mag ich gerade. Wobei ich gar nicht weiß, ob ihr es gut hören könnt, aber den finde ich ganz angenehm. Dem geht wohl doch nichts. Obwohl er so komisch aussieht, so hervorgehoben, ne? Ein Thompson-Gewehr. Okay, gut. Mal hier gucken. Oh, oh, oh. Moment. Wir speichern nochmal. Ja, ist okay. Test nehmen wir mal gucken, wie da der. Okay. Wo ist denn der? Oh. Ja gut, soll sein Ding machen. War hier das erste Mädchen eigentlich? Ah ja, hier war es eigentlich drin. Ne? Müssen wir den bekämpfen? Können wir den bekämpfen? Wir treffen den gar nicht, ne? Nö. Ja. Ja, muss er hier bleiben. Klang! Oh shit! Zu spät gesehen. Moment. Zu spät gesehen. Halt. Das mit, wir gucken aber, also das war die Tür. Was ist denn hier unten noch? Gar nichts? Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist so ein bisschen schade, halt, dass man. Also. Ich bin hin und her gerissen, ne? Ich bin hin und her gerissen. Es wundert mich, dass sie die Suchenfunktion rausgenommen haben. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Und irgendwie... ja, sie haben so... Ja. So, na, Moment. Aber kurz, das hier schaffen. Gucken, ob wir da vorbei sind. Ne, können wir nicht. Das war dumm. Müssen wir anders machen. Wollen wir die Granate da reinschmeißen? Ich glaube nicht, ne? Das wär's ja. Das wird ein bisschen Try and Error jetzt hier, ne? Aber ich meine, wir müssen da durch. So, warte mal. Wir können ja mal speichern. So. Gucken, wo sind die Schlangen denn? Da überall, ne? Hm. Gute Frage jetzt. Den können wir gar nicht, ne? Naja, den kommen wir gar nicht ran. Kommen wir irgendwo raus? Ne, wenn wir die Granate da reinwerfen, dann greift das eigentlich von hinten an oder so. Oder? Ne. Wobei ich mir auch nicht sicher, soll der uns nicht vielleicht sogar angreifen? Hm. Ich meine, unseren Kollegen hat er ja sofort instant gekillt, ne? Oh, oh shit. Ach, die Schlangen sind böse, ja. Hm. Treffen uns aber, wir sind tot. Die Frage ist, liegt es daran, dass wir nur 12 Lebenspunkte haben, oder? Moment, wir trinken mal nochmal was. Jetzt haben wir 42. Gucken, was jetzt passiert. Wir sind trotzdem sofort tot. Okay, das kann es also nicht sein. Ah, wir müssen da durch, oder? Oh, dieser Jumping Jack irritiert mich auch, dass wir mit dem wir nichts machen können, obwohl er so hervorgehoben ist, ne? Schieben? Nee. Und ich glaube, dass der uns auch eigentlich töten kann.
das meine ich mit Buggy auch irgendwie, ne? Da weiß ich halt nicht, dass das nicht vielleicht doch an der GOG-Version liegt. Woanders kommen wir gerade auch nicht lang, ne? Wir müssen also theoretisch wohl wirklich da durch, ne? Ich meine, das ist schon komisch. In den ersten Teil hat alles so gut funktioniert. Und hier beim zweiten brechen wir uns hier total ein ab hier. Kommen wir nur so anders durch. Hier ist auch nichts. Es muss also irgendwie da sein, aber. Aber wie? Ich würde doch nicht alles in die Luft jagen. Ja, hätte sein können. Kämpfen. Irgendwie, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir wieder irgendeine Kleinigkeit übersehen. Tut mir leid, ich muss nochmal Pause machen. Das ist... Okay. Ja, einen Moment. So, wir gehen aber hier doch zu dem Jack. Wo haben wir sie denn? Spuckt er da was aus? Eine Quaste. Dann... lass mich mal vorbeiklauen. So. Speichern. Eine Quaste aus dem Jumping Jack, für die wir die Dublone brauchen. Also, so eine Queste werfen. Also, ich schäme mich nicht dafür, nachgeguckt haben. So, jetzt sind wir wieder hier. Aha. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wie lange geht das Video? Schon 20 Minuten, alles gut. So. Moment. Oben. Ich schäme mich nicht dafür, nachgeguckt zu haben. Nee. Wieder speichern. Eine Quaste. So, und dann war das hier, ne? Ja. So. Ein Schlüssel benutzen. Aufgeschlossen. Speichern. Okay. Bei Beelzebub, der fliegende Holländer, rief mich, wie der Honig die Wespe anlockt. Okay. Muss ich was machen? Space drücken? Des Feindes Kanonen spielen Tod und Verderben. Doch was scherte es mich? Mein Schiff begann zu sinken. Doch das Deck des fliegenden Holländers triefte von Blut. Schmerzensschreie erklangen wie ein wunderbarer Kanon, um Weihnachten 1724 zu feiern. Der Kapitän, ein gewisser Nichols, wollte mich zur Hölle schicken. Er verfluchte mich und starb mit den Worten: Allein mein Degen vermag dich zu töten. Seither steckt sein Degen in den Deckplanken seines Schiffes, des fliegenden Holländers. Oh, zerfressen von Haien, oh Mann. Also, das ist eine üble Nummer, ja. Goldgierig brachen meine Mate die Schlösser im Kielraum.
Die Crew schien enttäuscht. Ich hingegen wusste, dass wir den kostbarsten aller Schätze errungen hatten. Das Schiff, oder? Von Elizabeths Blick konnte ich unser Schicksal ablesen. Der Tod war nur mehr ein schales Wort. Ich unterschrieb den Pakt und so auch meine Mannen. Der Holländer war nunmehr unser Schiff. Das Schiff, ja. Seither erzählt man sich allerorts hunderte von Schauergeschichten über uns. 1824 richteten wir hier unser Versteck ein, doch ein Felssturz bedeckte unser Schiff. Alsbald tränkte sich diese Erde mit Blut. Wir nannten unsere Eroberung Hell's Kitchen. Aha. Neues Land eröffnete sich unseren Lüsten und sollte unsere Zukunft sichern. Das sieht ja sehr nach Wilden Westen aus, ne? Anspielung auf den dritten Teil, vielleicht schon so ein Teaser auf Teil 3. Das könnte durchaus sein, ne? Wir bauten uns ein Gut auf und seitdem herrschen wir unangefochten. Du wirst das gleiche Schicksal erfahren wie Grace und auf unserem Schiff vermodern. Uff. Ist weg, würde ich sagen. One-Eyed Jack. Speichern. Okay, ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wo jetzt vielleicht eigentlich ein ganz guter Moment wäre für den Cut, aber wir haben noch ein paar Minuten. Lass mal gucken. So, was haben wir denn hier? Eine Granate! Nein. Der Flynn Thompson Gun, eine Pfanne, leerer Sack, T-Bone. Ein Haken? Nee, scheinbar nicht, aber vier vielleicht? Das Problem ist, dass man immer wieder runterdingsen muss, ne? Das ist so. Das war jetzt auch nur so geraten, ne? Ich speichere mal. So. Achso. Ah. Warte mal, wir sind hier rein. Und dann sind wir irgendwie hier reingekommen. Wir haben im Dunkeln hier rumgelaufen oder was? Denn hier reingestolpert? Oder wie ist die Überlegung? Da muss er. So, okay. Nur rausfinden, wo er hin ist. Gute Frage. Nächste Frage. Hier? Kurz hier reingucken. Danke, das Zeichen der Macht hier nochmal. Können wir da rüber? Nee. Okay, warte. Wenn du möglich, müssen wir jetzt raus. Das können wir nochmal machen. Hier lang, ne? Halt. Ja. Ich vermute mal raus jetzt. Und da, wo das Bild ist, das Foto, was wir haben. Schlüssel haben wir ja nicht. Also können wir denn vielleicht hier auch mit dem Haken? Ne. Speichern. Moment. Müssen wir mal raus, ne? Für die letzte Stufe mal so hops. Lass mal gucken, war das. Warte. Nur kurz nachdenken. Wie kamen wir denn woher? Hier ist das. Hier, ne? Ja. So, wieder runter. Hier ist das Ding gewesen, genau. Dann wieder speichern. So, immer wenn wir ein Stückchen weiterkommen, ist speichern. Da liegt unser Kollege noch. Ich finde es immer noch so herb, dass sie den da ja runterschubsen können.
So, und ich glaube... So, das war glaube ich ganz unten, kann das sein? Ne? Ich hätte vermutet, dass wir damit da hoch müssen. Einfach ein drittes Mal in dieser Folge. Ein drittes Mal in dieser Folge Pause. Ja, interessant. Moment. Moment, kann ich das Spiel laden? Wo wollen wir hier? Naja. Die Handgranate zum Beispiel, ne? Die Handgranate hätten wir, da, wo eben der Raum war, mit den Schlangen und so weiter, da hätten wir die Handgranate benutzen sollen. Also, weißt du, durch den Kamin durch? Ja, durch den Kamin durch. Handgranate, bumm. Denn die Billardkugel aufsammeln und so weiter. Laufe ich denn ja nicht lang? So, genau. So, also. Quaste werfen, Granate in den Dings reinwerfen, Christbaumkugel einsammeln, Christbaumkugel in diesen, also Billardkugel halt, in diesen Kugeldings da reinwerfen, Schlüssel, zack, und dann wären wir halt hier. Ach, so, okay. Die Hexe! Haben die es wieder hingeschoben? Ich spiele mit die Kleine, ne? Ja. Was können wir denn so? Ach, mit dem Teddybären da unten. Ja, das ist schon süß, ne? Haben die es wieder hingeschoben? Wer denn überhaupt noch? Die sind alle tot. Vielleicht haben die das Tor repariert? Müssen wir nachgucken. Haben sie nicht. Aber der lebt auch wieder. Na gut, jetzt muss man so ein bisschen labyrinthartig da sneaky durch, nicht erwischen lassen, ausweichen etc. Naja. Genau. Mal gucken. Ja. An dieser Stelle speichern wir nochmal. Gut. F4. Ja, es war eine ziemlich holprige Folge. Was heißt holprige Folge, ne? Also, wir haben jetzt ein paar Mal nachgeguckt, wie es weitergeht. Ich muss mal kurz schauen. Die sind noch... genau, wir sind jetzt gleich, also das ist jetzt, ich sag mal, das letzte Kapitel, was jetzt kommt. Vom Umfang her etwa genauso groß wie das, was wir jetzt schon gemacht haben. Ne? So, deswegen gucken wir mal. Wird wahrscheinlich dann nochmal so 3 Folgen um und bei dauern, schätze ich, je nachdem. Ja, wir mussten ein paar Mal nachgucken. So halt, wie gesagt, dafür schäme ich mich jetzt auch nicht. Alles gut. Aber jetzt, ne, mal ehrlich, weißt du, so, da sind so ein paar Sachen bei, gut, das jetzt mit der Krone und so weiter da, alles klar. Das hätte man verstehen können, das ist schon richtig. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, so, da hätte man das schon verstehen können, dass man das darauf legen soll. Trotzdem natürlich so, dadurch, dass du nicht suchen kannst und dass du relativ wenig Hinweise auch so bekommst, anders als im ersten Teil, ist es halt relativ oft so ein, also es ist ratelastiger, sagen wir es so halt, ne? Aber ja, und auch das, manche Sachen werden ja schon in den Büchern erklärt und so, alles gut in den Briefen und so, kann man sich also zumindest so ein bisschen zusammenreimen, aber sowas wie da eben mit der, dass man die Münze in den Jumping Jack stecken soll und der Jumping Jack spuckt dann eine Quaste aus und mit dieser Quaste lockst du den Clown und die Schlangen weg. What? Ne? So, wie um alles in der Welt halt, ne? So, und,
Ja, wie soll man darauf kommen, halt? So, außer durch einfach ausprobieren die ganze Zeit, ne? So das ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren. Was gar nicht mal so schlimm wäre, wenn das Inventar nicht halt so immer wieder oben anfangen würde, man immer runterscrollen müsste, nichts suchen können kann, weißt du, so, es ist. Ja, also. Weiß ich war, also, ja, meine Frage war ja, ob der zweite Teil buggy ist. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, dass er buggy ist, sondern einfach nur, dass er, ja, relativ, ja, er wurde halt gerusht, glaube ich schon so, ne? Die hätten sich da mehr Zeit lassen sollen. Das ist vielleicht besser. Buggy ist er, glaube ich, gar nicht so sehr. Hier und da vielleicht schon so, ne? Aber, also das war, weiß ich nicht, das hätten sie alles, im Vergleich mit dem ersten Teil sind manche Rätsel wirklich sehr, 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 sehr speziell halt, ne? Und setzen viel, viel Ausprobieren voraus oder halt auch viel, ja, einfach so, dass du jetzt genau den Geistesblitz hast, ne? Wie die Sache mit dem Stück Zeitungspapier und dem Pfeifenstopfer, dass wir denn den Schlüssel bekommen. So kennt man das allerlei Comics, Serien, Filmen, Spielen etc. so halt, ne? Aber ja, das so zusammenreimen in dem Moment halt. Gut, wäre vielleicht möglich gewesen. Wahrscheinlich hätte man einige Sachen ausprobiert, dann wäre es wahrscheinlich einfach passiert. So, und das ist das, was ich halt meine halt, ne? Es sind halt so viele Sachen da, die würden einfach passieren, wenn man eine ganze Zeit Sachen ausprobiert hat. So, und das war beim ersten Teil halt nicht so halt, ne? Klar konnte man natürlich da in diesen Ritter reinrennen, konnte auf den reinschlagen oder auf den Piraten und es wird halt nicht weitergehen, bis du die entsprechende Lösung findest dafür. Aber die findest du relativ zügig, weil in den Büchern das alles sehr offensichtlich erklärt wird halt, ne? Die du da findest. So, und der zweite Teil ist halt viel auf, das könnte das sein. Ne? So, wie gesagt, das mit der Krone der Königin, ne? So, ich habe das gelesen in der Komplettlösung, aber ich habe mir war trotzdem nicht direkt klar, ob das auch die richtige, ne, Königin ist, weißt du? So, ja. Ah, es ist ein gutes Spiel, es ist eine gute Fortsetzung, ne? Aber ich glaube, sie hätte um ein viel, vielfaches besser sein können. Um ein Vielfaches. So, jetzt sind wir ja im finalen Akt. Ich bin mal gespannt, was da denn so abgeht. So halt, ne, und das wo er da in dieser Wildwest-Stadt steht, fand ich ganz interessant. So, weil der dritte Teil ja im Wilden Westen spielt quasi, in so einer Wildweststadt. Mal gucken, ob es da denn, weil den habe ich nie wirklich gespielt, da kann ich so ganz grob den Anfang nur. So, und das war's, den habe ich halt gar nicht gezockt. So, deswegen mal gucken, ob das jetzt mit dem zweiten Teil zusammenhängt. Und, ja. Aber, ja. Ja, also der erste ist besser. Der zweite ist gut. Aber der erste ist besser. Und ich glaube, der zweite hätte um ein Vielfaches besser sein können als der erste, wenn da all diese komischen Sachen nicht wären halt, ne? So die, oder vielleicht kommen auch nur mir die so seltsam vor, ich weiß das nicht. Was steht hier noch? PS, manche Situationen lassen sich auch anders meistern. Wie zum Beispiel der Raum mit den fünf Gangstern. Man kann sie gleich töten oder später eine Granate in den Kamin werfen. Ne? Ja. Deswegen die Granate oben durch den Kamin. Ne? Boom, dann fällt das Ding runter. Die Granate, boom, die fünf. Bosse sind, Gangster sind tot da unten. Aber was dagegen spricht, ist, du kommst ja schon sehr früh in diesen Raum. So, also wirst du eher versuchen, die abzumurksen. So, du wirst sie da nicht unbedingt lassen und ja, ich komm, werde erstmal irgendwie ne, dies und das und jenes machen und dann, ah, hier ist der Kamin, haha, schmeiß ich die Granate runter und wisst ihr? So, wie gesagt, der zweite Teil hat viele, viele gute Ideen. Na, so, aber ich glaube, die hätten sich einfach da ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Ne? Ich glaube, das wäre besser gewesen. Dann hätte das auf jeden Fall, ja, hätte das den ersten Teil auf jeden Fall übertrumpfen können noch. Ne? Aber so, momentan, bleibt der erste Teil mein Favorit. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? So, und vielleicht seht ihr das anders, vielleicht irre ich mich auch oder so, haut es unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wäre ganz cool. Abonniert den Kanal für mehr Alone in the Dark. Wir haben noch einiges vor uns mit der Reihe. Und ja, wenn ihr Bock habt, folgt uns auch auf Twitter, Twitch, Instagram und so weiter, alles zu finden unter Slash Button Brain. Ne, ganz einfach, ist auch angegeben da. Auf Twitch sind wir unterwegs, Montag bis Mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Sporadisch auch an Tagen wie Freitag, Samstag oder Sonntag. Ne? Deswegen schaut gerne mal rein und lasst ein Abo da oder ein Follow oder wie auch immer. Kriegt ihr Bescheid, wenn wir da online gehen.
Wenn ihr Bock auf Zombies für zu Hause habt, so, ne, kooperatives Spiel und so weiter, denn guckt euch mal www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com an, denn da findet ihr Infos über unser eigenes, ja, Survival Horror Hack and Slay Kartenspiel Totenstadt, inklusive Regelwerk, Beispielkarten, Demo-Videos und vielem mehr. Gut, dann sagen wir danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!